je vole. C'est pas moi, c'est moi qui ai gagné. Elle le mec, lâche-le, ce sont meine. Schade um die Sohlen, Jungs. Die Franzosen lassen doch keine Arbeitslosen mehr rüber. Wir haben aber doch Grenzscheine. Versuchen wollen wir es doch. Ah non, non, rien à faire. Les chômeurs ne passent plus. Nein, nein. Grenze gesperrt für Arbeitslose. Wenn du keine Arbeit hast, bist du auf der ganzen Welt abgemeldet. Non, non, pas de travail. Nicht Arbeit hier. Pas de travail, il n'y en a même pas pour nous. Kommen Arbeit für ihre eigenen Leute. Hörst du, das Vaterland ruft? Na, dann müssen wir die Riemen wieder enger schneiden. Sieh mal, wie viel Kohlen die da liegen haben. Na ja, aber verkaufen können sie die ja doch nicht. Und solange wirst du auch keine Arbeit kriegen. Deutlich. Genau die drei Wochen, die es bei den Franzosen drüben brennt. Na, solange kein Gas dazu kommt. Nein, nein, das ist keins da. Die da drüben setzen eine Mauer nach der anderen. Aber das Feuer frisst sich immer wieder durch. Ça ne tiendra pas. C'est aujourd'hui samedi.
Il faut que l'équipe de nuit en construise un autre d'ici lundi. Oh non, pas de dynamite ici. Pas de gaz. Que le nouveau mur de barrage soit terminé. Compris, ça va. Eh les gars! On ne fait rien sauter aujourd'hui à cause du feu! Le feu, on n'entend parler que de ça. Ah, tant qu'il n'y a pas de gaz, c'est pas grave. S'il y avait du gaz, qu'est-ce que ça ferait? T'en fais pas, mon Galibo. Ils vont profiter du dimanche pour faire un autre mur de barrage. Oui, il faut à tout prix que ce mur soit terminé pour demain matin à la première heure. Alors, les gars, faut en mettre un coup, hein? On fait ce qu'on peut. Mais comme chaleur, alors il y a ce qu'il faut. Jungs, wollen wir da reingehen? Einen genehmigen? Keine Blumen. Trois billets. Et pas ici, monsieur. C'est en poste. Oui. Ah. Mais die erste Eroberung in Frankreich. Voilà, trois billets. Bien, mon ami. Bien, bien. Voilà. Oui, oui, oui. Brich Ihnen frei. Thank you.
très amoureux. Ça va? T'occupe pas. So ist nicht lustig. Ja. Dortmund der Union ist mir lieber. Tu danses bien, Amy. Pas si bien que les Parisiens. Dis, est-ce qu'ils en dansent des comme ça à Paris? Voyons, Françoise, tu ne vas pas partir demain. Mes vacances sont finies. Tu m'avais promis. Mais je reviendrai. Oh, tu ne la retiendras pas. Elle est devenue parisienne. Danse. Qu'est-ce qu'il veut? Danser avec toi. Je ne danse plus. Dis-le-lui en allemand, si tu peux. Mademoiselle, nicht tanzen. Was allemand? Was allemand? Hast du verstanden? Allemand? Ich bin einem Allemand, hat sie gesagt. Ein Allemand tanzt ebenso gut wie ein Franzose, Frau Lamp. Komm. Ich kann mich doch hier nicht beleidigen lassen. Lass die Frau kommen zum Kaninchen. Laisse tomber. Lass doch locker, Mensch. Benimm dich, Mensch, im Ausland. Encore une tournée? Noch einmal? Drei Bier, drei Schnaps? Oh, pourquoi ne voulais-tu pas danser aussi? Je suis fatiguée. J'en ai assez. Je m'en vais. Ah non, moi je reste. Au revoir. Bonsoir. Deutsche trinkt deutsches Bier. Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Au revoir. Je pense que c'est fini, cette histoire de feu. Oh, sûrement. D'ailleurs, avec le nouveau mur, il n'y a plus de danger. J'espère que nous l'aurons terminé avant demain matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, rien. Mais d'où viennent-ils? Ils sont descendus dans la mine. Il y a le feu dans une galerie. Le feu? On entend toujours parler du feu. Comment peux-tu rester mineur? Mais Françoise... C'est mon métier. Ah non, moi je pourrais jamais vivre comme ça. Françoise. 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 Thank you.
Bonjour, Jean. Bonjour, Emile. Je viens tout de suite. Bonjour, Emile. Tu as bien dormi? Merci, maman. Voilà, maman. Les bagages sont prêts. Alors, au revoir, Jean. À quelle heure, mon frère? Tout de suite. Je suis déjà en retard. Alors, au revoir, Françoise. Au revoir. Mais voyons aussi, qu'est-ce qui t'oblige à partir? Reste avec nous. C'est malheureux tout de même, ça. Rien à faire. Alors, bon voyage. C'est un brave garçon, Émile. Bon ouvrier. Et sérieux. Oui. Alors, mon petit gars, tu vas descendre? Bien sûr, grand-père. Au revoir. Ah, dis donc, Jean, qu'est-ce qui se passe, donc? Hier, toute la journée de dimanche, il n'a fait que parler de gaz, de feu, de... Il n'y a pas d'ordre de ne pas descendre. Émile, fais attention au gosse. Ne m'en faites pas. Mais ça, nounou. Merci. Ça vous démange de descendre, hein? Ah, c'était le bon temps. Chacun son tour, hein. Pourquoi ne voulez-vous pas tout ça, Paris? Jean y trouverait sûrement le travail. Il n'en manque pas qu'ils sont allés à Paris. Mais ce qu'ils gagnent en plus, ça ne suffit pas à payer le loyer. Et puis, on a toujours été mineurs chez nous. La belle raison. Nous avons déjà perdu papa. Nous n'avons plus que Jean. Jamais je n'épouserai un mineur. Non, maman. Jamais. Ça y est, c'est terminé, c'est solide? Ouais. Bon. Attention! Attention!
Au feu! Au feu! Au feu! Il y a du gaz! Foutons le camp! Il y a du gaz? Il y a le feu! Le feu! Au feu! Il y a du gaz! Il y a du gaz! Albert! Jean! Je suis là! Ici. Allez, viens! Jean! Jean! N'aie pas peur! Le feu! Le feu! Il y a le feu! Au feu! Feu à la mine Thibault. La mine Thibault, hey. La grosse huit. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, un accident? Oui, il y a le feu à la mine. Mon petit Georges. Du, das muss aber böse aussehen da drüben. La cage ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous fichez là? N'encombrez pas le passage.
Faites bien attention, hein. Tenez bon, il a 600 mètres sous lui. Laissez-nous entrer. Mais vous savez bien que c'est interdit, voyons. Enfin, on ne peut pas rester comme ça, dites-nous ce qui se passe. Allons, du calme, voyons. La cage ne fonctionne plus. Hein? La cage. La cage. Qu'est-ce qui se passe? La cage ne fonctionne plus. La cage ne fonctionne plus. La cage ne fonctionne plus. Ils ne peuvent pas descendre. Mademoiselle, votre panier, votre panier. Schon gehört, du? Schweres Unglück bei den Franzosen. Ich weiß. 600 Mann sind eingeschlossen. Ich weiß nicht, was er wollte. Für so ein Unglück kann doch keiner. Ach was. Diese verfluchte Schinderei macht uns alle noch kaputt. Verdammte Hexerei. Und nachher können wir stempeln gehen.
Was hast du gesagt? 600? Ja, ich hab's vom Obersteier so gehört. Arme Däubel. Du, ob die genug Rettungsgerät haben? Was geht mich das an? Die haben mehr Geld als wir. Da müssen wir doch rüber. Na, Glück auf. Wir schlafen gleich weg, ja? Was willst du denn? Du gehörst doch mit zur Rettungskolonne. Was hier nicht die Franzosen? Meinst du vielleicht, die kommen uns rausholen? Ach, was, die Franzosen kennen wir. Jawohl, auf eine Rohrbesetzung. Aber Kinder, was gehen uns die Generäle an? Kumpel ist Kumpel. Glaubst du, die Franzosen zahlen dir eine Pension, wenn dir drüben was passiert? Und die unter dem Bruch liegen und nicht heraus können? Die haben keine Frauen und Kinder, was? Denk du lieber an deine Frau. Meinst du, ich krieg die Franzosen im Arsch? Na, wart's mal ab, mein Junge. Wart's mal ab, wenn du mal da unten liegst und keiner hilft dir. Du wirst schon nach Muttern schreien, du. Wenn ich mir so recht überlege. Na, hab ich recht oder nicht? Ja, ja. Natürlich hat er recht. Na, wenn du bloß wüsste, Mensch. Anton, du machst doch mit, was? Und wenn du mitmachst? Nacho, bist auch dabei? Keine Bange, ich bin dabei. Also dann los, Kumpels. Rettungskolonne fertig machen. Na, du, Fritz, kommst auch mal rüber? Klar, Mensch. Also los, komm, gehen wir. Los. Ihr seid ja total blödsinnig. Wer Schiss hat, braucht ihr nicht mit. Dass die Durchschläge zu den französischen Gruben so gut abgedämmt sind. Sonst hätten wir das Gas sofort bei uns gehabt. Für die Franzosen ist das ein schwerer Schlag. Die werden eine ganze Weile zu tun haben. Na los, 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 Obersteiger. Rück schon mit dem Rettungsgerät raus. Aber seid doch vernünftig, Hitchcock. Ich kann doch beim besten Willen nicht allein. Ja, Sie wissen doch, wie es da drüben steht. Drüben sind doch Kumpels unterm Bruch. Ich muss doch erst die Direktion fragen. Die Direktion wird schon nichts dagegen haben. Also langen Schlüssel her. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was ist denn da los? Wo ist denn die Rettung? Die Rettungskolonne der Freischicht will zu den Franzosen rüber. Glück auf, Leute. Glück auf. Was wollt ihr? Wir wollen die Rettungsgerät. Wer ist der Mann? Wittkopf aus Revier 7. Wir melden uns freiwillig zu den Rettungsarbeiten. Glaubt ihr, dass die euch brauchen? Retter sind nie genug. Hören Sie, ich überlege mir gerade. Eigentlich sind wir ja wirklich die Nächsten. Unsere Leute können natürlich viel eher drüben sein, als die Rettungsmannschaften von den französischen Nachbarn sehen. Und wenn inzwischen bei uns etwas passiert? Dann haben wir immer noch die Leute von der Mittagsschicht. Ja, das ist ja richtig. Wie wollt ihr denn überhaupt über die Grenze? Das lassen Sie ruhig unsere Sorge sein. Obersteiger. Geben Sie die Geräte heraus. Sie übernehmen die Führung. Jawohl. Kumpels, fertig, Mann. Wir bekommen die Geräte. Du, die von der Krüschig. Gehen zu den Franzosen rüber. Was denn, Mensch? Zu den Franzosen? Die uns gestern rausgeschmissen haben? Na, was hat das denn nun damit zu tun? Na los, Kaplan, wollen wir nur heute noch einfahren oder nicht? Jawohl, Herr Feldwebel.
Fertig? Ich möchte mit Herrn Direktor Berthaud verbunden werden. Die Verbindung mit der französischen Grube, Herr Direktor. Ja, danke. Hallo? Monsieur Berthaud? Bonjour, Monsieur. Monsieur Berthaud, nos équipes de sauvetage viennent de partir. Oh, mais pas du tout, Monsieur. C'est très naturel. Nous sommes très heureux de pouvoir vous aider. Anna, drüben ist die halbe Belegschaft verschüttet. Da müssen wir doch rüber. Wir haben doch auch Frauen und Kinder. Nicht weinen, Anna. Das musst du doch begreifen. Ma sœur, je vous en prie, emmenez-moi à la mine Thibault. Vous avez un parent dans la mine? Votre mari? Non. Mon frère et son ami.
À l'heure, mon vieux. Bonne chance. Bonne chance. George! George! Passiert. Da war auch der Korb festgeklemmt und da haben sie einen halben Tag reparieren müssen, bevor die Kumpels raus konnten. Deutsche Rettungskolonne! Deutsche Rettungsmannschaft! Glaubst du, dass die Franzosen sie rüberlassen? Wenn die erst mit ihren Passgeschichten anfangen, verlieren wir die wichtigste Zeit. Nicht halten, Herr Obersteiger! Mensch, gib Gas! Na los doch! Der Idiot schießt! Lena! Lena! Ne tirez
n'est pas. Laissez passer, c'est une équipe de sauveteurs allemands. Oui, deux camions avec des sauveteurs allemands. Bon, merci, c'est bien. Prévenez-moi immédiatement dès que vous aurez des nouvelles de nos sauveteurs. Maman, Françoise. Et Jean. Nos sauveteurs sont au fond, il y a encore de l'espoir. Avec Jean, avec Émile. Je t'en supplie, réponds-moi. Tous. Tous. Au fond, rien que des morts. Ce n'est pas vrai. Sylvie, les autres aussi sont vivants. Oui. Il faut les sauver. Oui. Forçons la grille. Allons, allons,
patience, voyons, les sauveteurs travaillent encore. Menteur! Mais non. Mais c'est crevé. Mais non, je mais vous si. Assure. Ils veulent sauver la mine. Mais nous, Marie. Enlevez le drapeau. Ils ne sont pas morts. Ouvrez! Ouvrez! Vous en prie, voyons, arrête. Appelle l'ingénieur. Faut alerter la troupe. Oui, entendu. Vous avez entendu? Ils demandent la troupe. C'est pour tirer sur... Les voleurs! Les voleurs! Attention, les voleurs! Allô? Deutsche Rettungskolonne! Tor aufmachen! Los, aufmachen! Aufmachen! Sauveteurs allemands! Quoi? Des Allemands? C'est des sauveteurs allemands! Ils viennent nous aider! Ouvrez les grilles! Les Allemands! Die Rettungsmannschaften der deutschen Grube stellen sich Ihnen zu den Rettungsarbeiten zur Verfügung. Nous vous remercions, monsieur, vous et vos braves compagnons, de venir nous aider à sauver nos camarades. Et nous souhaitons que parmi les vôtres, aucun ne soit victime de son dévouement. Bonne chance. Ob die rübergekommen sind? Keine Sorge, der Wittkopf schafft das schon. Wenn wir Freischicht gehabt hätten... Schade, Pech gehabt. Den halben Weg hätten wir sparen können. Na, Mahlzeit. Augenvergnügen. Jawohl. Mahlzeit. Du, der haut ab. So red doch, Mensch. Deine Geheimnistuerei macht einen richtig krank. Blick auf. Der hat wohl einen Pieps. Wo geht denn der hin? Keine Ahnung. Kasper! Kasper! Hey! Kasper! Wir können doch den nicht allein gehen lassen. Kasper! Kasper!
Mensch, lauf doch nicht so. Das hält ja keiner aus. Seht ihr? Da geht's zu den Franzosen. Den Krieg haben wir hier durchgebrochen. Das ist nämlich eine Grube. Verstehst du? Bist du verrückt? Du willst doch da nicht durchbrechen. Wenn das jemand erfährt, fliegen wir morgen raus. Du kannst ja hierbleiben, Liebling. Die Franzosen haben sowieso nicht viel für dich übrig. Och, die Franzosen. Eigentlich soll ich gar nicht hinübergehen. Frankreich hat mich beleidigt. Aber die soll mich kennenlernen. Mit denen rede ich Deutsch. Kolonsoftage Allemand. Ja, danke. Für Ihre Hilfe. Das wäre ein Affenkäfig. Grenze? Grenze 1919? Schon sowas gesehen? Wenn man bedenkt, das geht nun 800 Meter hoch bis über Tage. Bloß oben sieht man's nicht. Na, hab's ja immer gesagt. Die Franzosen haben was gegen mich. Sie wollen einen nicht reinlassen. Der Teufel soll sie holen! Ja, die Brüche soll was erleben! Feste! Gib ihm Saures! Hey! Na, Buch. Gut, was er hier. Dis-moi, Jean. Combien? Combien Berlin aujourd'hui? 2000. Mon gars. Et Françoise, elle est partie.
Donnerwetter. Hier sieht's ja gut aus. Hallo. Da ist einer. Dort liegt noch einer. Den hat's erwischt. Oh. 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 Ces bijoux. Mit dem Gaul, der weiß hier besser Bescheid. Jetzt schon mal schnell! Wir kriegen hier keine Luft mehr! Dalli, 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 dalli! Na, Schimmel, wollen wir mal sehen, wo du uns hingeführt hast. Du, der versteht ja doch kein Deutsch. Lass mal. So ein Gaul ist manchmal gescheiter als ein Mensch. Ja, dann schauen wir halt mal nach, was ihm hier so gefällt. Mensch, der Berggeist. Ist doch ein alter Kumpel, Idiot. Wahrhaftig, du hast recht. Vous voyez, c'est Georges, c'est mon petit-fils, c'est moi qui l'ai retrouvé. Oui? Oui. Ah, oui, oui. Mais oui, oui. Oui. Wo fehlt's denn bei dem Kleinen? Oh, die halbe Portion. Scheiße. Jetzt können wir nicht mehr raus. So, jetzt ist Feierabend. Wieder.
les Allemands. Gib doch den Kleinen rüber, hier ist ja viel bessere Luft. Thank you.
Personne dans les équipes de sauvetage? Non, tout le monde est là. Tirez, Leute. Allez, Übertag. Ist noch einer von unseren Leuten unten? Nein, alles ausgefahren. Alles über Tage. Alors, bloqué, pas sortir. Fahren wir heute per elektrische in den Himmel. Je peux toujours chercher. Il n'y a plus que des morts au fond. Allô, allô? Schau mal da unten nach. Hier ist nichts. Peut-être là-bas, dans le coin. Cinq hommes. Ils viennent de téléphoner. T'as entendu? Il y a encore cinq hommes au fond. Allons debout, les enfants. Cinq hommes en bas. Faut aller les chercher. T'as entendu, ils sont au fond? Cinq. Oh non, was ist denn los? Was wollen die? Es sind noch Leute unten. Los, los! Thank you.
Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous m'attendiez. Excusez-moi. Voici. Je viens d'apprendre que 5 hommes sont bloqués mais vivants dans la réserve des automotrices. Une équipe de sauvetage est déjà descendue pour les délivrer. Ils sont là. Ja, da sind sie. Zum Glück, was soll ich euch sagen? Wir waren schon tot. Was, Kaspar? Sagt der Kaspar, sagt er, wenn ich jetzt einen Prim hätte, denk ich so einen Prim, das wäre eine verdammt feine Sache. Und da, was glaubt ihr, was ich da gemacht habe? Ich gehe ans Telefon und sage zu dem Direktor, Herr Direktor, sage ich, wollen Sie uns nicht wenigstens einen Prim zum Begräbnis schicken? Kommen Sie! Ensemble que tu m'as remonté du fond. Et c'est toujours parce qu'on est tout mineur, ensemble, que le camarade Casper a fait sauter les barreaux de la grille à 1315. Et c'est aussi parce que derrière notre frontière, à nous, il n'y a que deux ennemis, le gaz et la guerre. Bravo, 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 bravo. Je vous le dis, il ne faut jamais oublier ça. On est tout mineur, ensemble. Merci, camarades! On ne vous dit pas adieu, mais au revoir! Et ça, bravo! Au revoir! Au Wiedersehen! Au Wiedersehen! Au Wiedersehen! Was der französische Kamerad gesagt hat, habe ich nicht verstehen können. Aber was er gemeint hat,
Haben wir alle verstanden? Weil es egal ist, ob Deutsche oder Franzose. Arbeiter sind wir alle. Und Kumpel ist Kumpel. Aber warum halten wir nur zusammen, wenn es uns dreckig geht? Oder sollen wir ruhig zusehen, bis man uns wieder so weit verhetzt hat, dass wir uns im Krieg gegenseitig totschießen? Die Kohle gehört allen. Ob wir sie auf dieser Seite schippen oder auf der anderen Seite. Und wenn die da oben sie nicht einig werden können, wir halten zusammen. Denn wir gehören zusammen. Die französischen Kameraden sollen leben. Glück auf! Glück auf! Maintenant, Ordnung muss sein. Na, das hält wieder. Herr Kollege, haben Sie das Protokoll fertig? Nein.